Guten Tag, ich bin Uwe Matthias Müller und ich freue mich heute, Sie zur aktuellen Medienlupe mit Peter Lewandowski begrüßen zu dürfen. Herzlich willkommen, Herr Lewandowski. Guten Tag, Herr Müller. Herr Lewandowski, gestern hat die CDU die frühere langjährige Vorsitzende Angela Merkel gefeiert. In der Akademie der Wissenschaften in Berlin gab es einen Festvortrag und man hört, dass Frau Merkel und Herr Merz pfleglich miteinander umgegangen seien. Sie sind sich so aus dem Weg gegangen, dass es zu keinen persönlichen Reibereien gab. Kam der linke Vorstand, Frau Wissler und ich komme jetzt gar nicht auf den Namen des Mannes, sind vor einigen Wochen vor den Landtagswahlen zurückgetreten, wohl in froher Erwartung der Ergebnisse dort. In den Ostländern hat die Linke keine Erfolge mehr erringen können, obwohl dort als Nachfolgepartei der SED sie lange Jahre stark vertreten war. Die FDP ist in Brandenburg hinter der Tierschutzpartei gelandet, hat gerade mal so halb so viel Stimmen bekommen wie die Tierschutzpartei. Und die Grünen sind in allen drei Landtagswahlen in Thüringen, Sachsen und Brandenburg abgestürzt. Frau Lang und Herr Nouripour haben daraus die Konsequenzen gezogen. Und heute Nacht sind auch noch die Vorstände der Grünen Jugend nicht nur zurückgetreten, sondern aus der Partei ausgetreten. Sie wollen eine neue linke Partei gründen. Jetzt ist die Frage an Sie, wenn wir nicht nur auf die Parteien schauen, sondern auf das große Ganze schauen und sehen, dass in Brandenburg zum Beispiel die SPD als großer Wahlsieger gefeiert wird, aber nur eine Koalition mit der Rechts- oder Linksaußenpartei, das können Sie sich aussuchen, BSW möglich ist, weil irgendeine andere demokratische Partei zur Mehrheitsbeschaffung gar nicht mehr vorhanden ist in ausreichender Zahl. Wie kaputt ist unser Parteiensystem? Oh, ich war gespannt auf diese lange Einführung, auf welche Frage Sie dann kommen. Und ich hatte jetzt eigentlich die ganze Zeit mit triumphalen Fragen zu den Grünen gerechnet. Aber das Parteiensystem ist momentan nicht in der besten Verfassung, sondern wir sind in einer gefährlichen Lage. Aber wir sind nicht die Einzigen. Ich habe heute Morgen im Deutschlandfunk einen Bericht über Tschechien gehört, wo es ähnliche Probleme gibt. Also es gibt immer den Block der vermeintlich demokratischen Parteien und es gibt den Block der extremen Parteien. Die heißen bei uns jetzt mal AfD und BSW. Die sehen sich aber gar nicht als extrem an, ähnlich wie die Republikaner. Die sind auch Demokraten und die Demokraten sind auch Demokraten. Und in Frankreich sind es auch die Demokraten und da ist der Block der anderen Demokraten. Und das ist alles ein bisschen verwirrend. Aber das führt tatsächlich dazu, dass das, was wir woanders, zum Teil in Frankreich, zum großen Teil in Italien erlebt haben, wir nun auch in anderen europäischen Ländern erleben, dass die Vormachtstellung der klassischen, ich nenne es jetzt mal Volksparteien, nicht mehr vorhanden ist und dass man sich viele Sachen schönredet. Es gab keinen Sieg der SPD in Brandenburg. Natürlich gab es einen Sieg, weil sie 1,5% vor der AfD waren. Es gab auch keinen Sieg in Sachsen und es gab keinen in Thüringen sowieso nicht, sondern die Sieger waren immer die AfD. Das muss man sagen. Und die zweiten Sieger waren die Gruppierung, die aus der Linken herausgewachsen ist. Der BSW kommt ja nicht vom Himmel gefallen, sondern die haben der Linken Stimmen weggenommen. Und für die CDU ist es erstmal ganz gut zu sagen, naja, mit der Linken würden wir ja nicht machen, aber mit der Nachfolgepartei, dem BSW, mit dem schon. Ja. Das macht es auch alles ein bisschen komplizierter. Und nun kommen wir zu den Grünen. Oder sagen wir es mal so, für mich ist das Wort des Jahres jetzt schon Aufholjagd. Die SPD will die Aufholjagd starten, die Grünen wollen jetzt auch die Aufholjagd starten, weil das hat ja alles schon mal funktioniert irgendwie. Jetzt auch in Brandenburg und vermutlich will die FDP auch noch eine Aufholjagd starten, um irgendwie wieder in gewohnte Konstellationen zu kommen. Das kann aber nicht das Ziel sein. Wenn es die Parteien, die herkömmlichen Parteien nicht schaffen, eine klare Programmatik zu veröffentlichen, zu kommunizieren und damit natürlich auch ein großes Risiko einzugehen. Und die Programmatik heißt nicht, wir verhindern die AfD, sondern die Programmatik heißt Programm. Was will ich von der Zukunft? Was biete ich für die Zukunft an? Und gehe ich dieses Risiko ein, dann werde ich gewählt oder ich werde nicht gewählt.
dann wird dieses Parteiensystem noch weiter erodieren und es wird das, was wir im Trend sehen. Herr Müller, wie viele Leute haben in Brandenburg gewählt? Wie viele Leute haben in Thüringen AfD gewählt? Von den Zahlen her ist das lachhaft und die ganze Bundesrepublik ist in Aufruhr und die Parteien vergessen ihren politischen Kern und das ist schändlich. Das ist wirklich schändlich und es geht nicht nur um Macht, sondern um Gestaltung. Darüber haben wir oft genug geredet. Wenn das nicht Herr weiter passiert. Lewandowski, ich gebe zu, dass ich ein langes Eingangsstatement mit einer kurzen Frage gemacht Ja. habe, aber lassen Sie mich kurz dazwischenhaken. Wir haben ja bisher nicht über die SPD gesprochen. Ja. Schauen Sie, da gibt es einen Haushaltsentwurf, der beantwortet wird von einem Bundeskanzler, der jahrelang Finanzminister war. Also eigentlich bin ich immer noch naiv genug anzunehmen, dass der Mann irgendwas davon verstehen sollte, wie man ein Finanzministerium leitet. So, da wird also ein Bundesetatentwurf dem Parlament zugeleitet mit ein paar Milliarden, die nicht gedeckt sind. Und da gibt es dann so Hoffnungswerte wie, naja, die Wirtschaft wird schon anspringen und dann kriegen wir die Kohle schon rein. Das ist ja also hanebüchen. Jetzt kommt heraus, dass Bundesarbeitsminister Hubertus Heil, auch SPD, beim Bürgergeld getrickst hat und einfach mal mehr als 9 Milliarden Euro nicht verbucht hat. Das heißt, er will 36 Milliarden haben, braucht aber 45 Milliarden Euro. Ein nicht nur horrender Unterschied, sondern überhaupt die Tatsache, dass da nur 36 oder 45 Milliarden in ein Sozialhilfeprogramm gesteuert wird, das also viele Bürger total ablehnen und für total ungerecht halten, ist ja hanebüchen und führt nur zu weiterem Verdruss. Wenn man dann noch sieht, dass der Bundeskanzler sich vor einigen Monaten in den Bundestag gestellt hat und gesagt hat, ja, wir haben da Haushaltsprobleme und das Bundesverfassungsgericht hat einen Haushalt für verfassungswidrig erklärt, aber ich verspreche Ihnen, ich als Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD, die Rentner werden nicht darunter leiden. Und wenn man dann sieht, dass diese Bundesregierung mit dem neuen Haushaltsentwurf ein Milliardenloch in die Rentenkasse schlägt, dass künftige Generationen, künftige Regierungen irgendwie ausgleichen müssen, nach dem Motto, nach uns die Sintflut, das ist unglaubwürdig und das ist auch nicht generationengerecht. Nee, da haben Sie vollkommen recht. Jetzt ist es nur die Frage, wie man das interpretiert, ja? Also auch von der FDP. Sagen wir es mal so. Entschuldigung, dann bleiben wir kurz bei der Bleiben wir FDP. bei der Bleiben SPD. Bleiben wir bei der SPD. Ja? Okay, dann bleiben wir bei der Herr SPD. Heil sagt, das ist alles in Ordnung. Ich gebe jetzt nur wieder, weil das alles, was mit Wohngeld und so weiter und so fort beim Bürgergeld mit dazukommt, das ist ja nicht der Bund und muss auch nicht im Bundeshaushalt in irgendeiner Form verankert sein, sondern das ist Sache der Kommunen und der Länder. So, dann sagen andere wieder, nein, das muss mit eingerechnet werden und das muss mit in den Etat reinkommen. So, ja. Die Höhe des Bürgergeldes ist verfassungsrechtlich festgelegt, ja. Das ist mal festgelegt worden von einer CDU-FDP-Regierung vor zigtausend Jahren. Und das wurde immer an den Warenkorb angeglichen, ja. Da wurde mal ein großer Schluck aus der Pulle genommen mit 12% mehr und jetzt gibt es halt aber auch weniger. Und Herr Müller, wir reden im Höchstsatz von 560 Euro. Und wenn Leute Mindestlohn und arbeiten gehen und noch Wohngeld bekommen, dann liegen sie weit, weit drüber über diesem Bürgergeld. Ich möchte jetzt gar nichts verteidigen. Was ich damit aber nur sagen möchte, ist, dass es auch, und da komme ich nochmal zur FDP und dann höre ich auch auf, dass. Entschuldigung, da muss ich einhaken, weil die Zahlen so nicht stimmen. Das Bürgergeld in der Kombination mit anderen Transferleistungen ist höher als die Durchschnittsrente eines Menschen, der 45 Jahre lang gearbeitet hat. Das ist Erstens. was, das ist ein anderes Problem. Da haben Sie vollkommen recht. Das So, ist ein anderes Problem. und das Zweite ist, dass Hunderttausende, ja Millionen Bürger Bürgergeld bekommen, die arbeitsfähig, aber arbeitsunwillig sind. Also es ist ein bedingungsloses Grundeinkommen. Jetzt habe ich nichts dagegen, dass jemand nicht arbeiten geht, aber ich habe was dagegen, dass ich den bezahlen soll, weil er keine Lust hat, arbeiten zu gehen. Gucken wir doch einfach mal, wo die Arbeitslosenquote am höchsten ist. Ist dort auch, wo der Stand für die AfD am höchsten ist. Ich will das gar nicht weiter regional in irgendeiner Form zuordnen. Wofür ich aber einfach mal plädieren wollte,
Und da kommt nochmal die FDP mit rein. Ich lese dann heute Morgen, ja, Lindner stellt in Frage das Rentenpaket. So, ja. Das lese ich bei T-Online, das lese ich bei der Bild-Zeitung und so weiter und so fort. Ja. In der FAZ lese ich, der stellt es überhaupt nicht in Frage. So, man hat einen Kabinettsschluss, das ist ein gutes Paket, da werden noch kleine Stellschrauben gemacht und dann ist gut. Was soll ich als mündiger Bürger einfach glauben? Und da bin ich wieder bei meiner Argumentation. Wir müssen zu einer Sachlichkeit zurückkommen. Zu dieser Sachlichkeit können nur die politischen Handelnden kommen, indem sie sich konstruktiv erklären. Wenn das so weitergeht, wird der Verdruss weiter größer sein. Das Vertrauen in die Politik geht weiterhin verloren. Nun hatten wir im Osten eine hohe Wahlbeteiligung, aber langfristig wird es zu einer niedrigeren Wahlbeteiligung führen und es wird zu den Wählern oder zu den Parteien führen, die eben nicht die Etablierten sind und die sich anders hervortun, weil sie eine super außerparlamentarische Opposition in der Stimmungs- und Meinungsmache spielen. Und das ist das Gefährliche. Und wenn die Grünen von einer Verantwortung reden, ich konnte es gestern nicht mehr hören, der Habeck immer, ja, dann haben die Verantwortung übernommen und so weiter und so fort. Die beiden waren das Bauernopfer gewesen, damit die Partei zeigt, wir können uns auch erneuern. Aber was heißt das denn erneuern? Ja, da warten wir noch bis zum Parteitag, das werden wir alles ausdiskutieren. Das ist im Grunde, um ehrlich zu sein, lächerlich. Sowas kann nicht ad hoc irgendwie passieren. Da müssen jetzt Strategien hin, und zwar ad hoc mit dem Risiko tatsächlich dann auch, dass eine Regierung platzt oder dass ich nicht mehr gewählt werde. Okay. Könnte auch passieren. Herr Lewandowski, dann zu Ihrem geliebten Deutschlandfunk. Da hat Klaus Ernst vom BSW heute Morgen ein Interview gegeben. Wenn Sie nicht die Stimme, die markante Stimme von Klaus Ernst erkannt hätten Doch, ja. und nicht vorher die Anmoderation von Herrn Müller, Namensvetter, nicht verwandt, nicht verschwägert, gehört hätten, wer da jetzt gleich von ihm interviewt werden wird. Hätten Sie gewusst, ob der Mann im BSW oder einer AfD ist, von der Argumentation her? Nö. Ich habe gestern so ein Video gesehen von Paul Ronsheimer irgendwo mit Klitschko und einem AfD-Menschen. Und dann sagt der AfD-Mensch zu Klitschko, naja, es ist doch alles ganz einfach mit dem Frieden, ne? Ihr Ukrainer geht jetzt da weg von der Krim und dann kriegen die Russen die Krim und dann ist es doch alles in Ordnung. Und dann sagt der Ronsheimer, naja, aber das gehört ja eigentlich zur Krim. Das ist ja auch so ein bisschen Ukraine. Das ist doch egal. Ich meine, der Osten war doch auch sowjetisch gewesen, russisch besetzt. Da muss man halt einfach mal durch. So. Und das wurde dann kommentiert, Klitschko hätte geguckt, als würde er ihm gerade mal höchstens 3 Runden oder 3 Sekunden geben, diesem AfD-Menschen. Und bei Herrn Ernst ist mir heute aufgefallen, dass er sagt, naja, wir standen ja schon kurz vor einem Frieden. Und Putin wollte ja nur nicht, dass Ukraine Mitglied der NATO wird. Und deswegen ist das alles geplatzt. Und da lodert doch einiges. Und wenn Putin das kochende Wasser sieht und wir das kochende Wasser sehen, dann ist doch da das kochende Wasser. Und das ist ein absoluter Schwachsinn, weil es ist auch, Entschuldigung, die klaren Worte, aber ich bin da auch sehr erregt, weil das basiert einfach auf einer Lüge. Ja? Wir hatten zu Beginn des Krieges nicht das Problem eines NATO-Beitrittes, sondern der ganze Konflikt ging vor Jahren damit los, mit Überlegungen, die Ukraine in die EU aufzunehmen, was natürlich der erste Schritt in die Einbindung eines Bündnisses hätte werden können. Das ist auch vollkommen klar, aber nicht die NATO-Bedrohung. Und das ist das Fatale daran, dass Sachen, und da komme ich wieder zur Sachlichkeit, behauptet werden, die einfach nicht stimmen, aber immer weiter, immer tiefer gehen, weil die Leute, so wie ich heute Morgen, was ich in der FAZ lese und was ich bei T-Online und Bild lese, und ich mich selbst dann frage, ja, was stimmt denn jetzt nun eigentlich? Gut, also in der Bild-Zeitung und auch in die News 24 heute wird Johannes Vogel, der parlamentarische Geschäftsführer der FDP, zitiert. Und er Ja. sagt aus meiner Sicht zu Recht, das Rentenpaket 2 ist zu teuer. Es birgt viel zu viel Lasten für künftige Generationen. Der Bundesrechnungshof hat 500 Milliarden Euro aufgelistet. Daran hängt sich auch der Bundesarbeitgeberverband dran und spricht von der teuersten Sozialreform
die es jemals in Deutschland gegeben hätte. Die Frage stellt sich ja nur, warum hat dann Herr Lindner zusammen mit Herrn Heil im März diesen Jahres dieses Rentenpaket vorgestellt und hat gesagt, das ist ja eine schöne Geschichte und das machen wir jetzt. Und ein paar Stunden, ein paar Tage später sind die davon abgerückt. Das ist ja die Frage, warum immer wieder im Nachhinein Dinge, die selbst vorher beschlossen wurden, einvernehmlich anscheinend beschlossen Können Sie wurden, bitte? So, entschuldigen Sie, ich einvernehmlich bin einfach beschlossen nicht wurden, beschlossen worden, zurückgedreht. zurückgegangen. Einvernehmlich beschlossen wurden, zurückgedreht wurden. Und das ist ja der Kern der Ampelmisere, dass es dort auch nach Beschlüssen nie eine Nachhaltigkeit gibt. Also ich will gar nicht von Streit reden, da wird diskutiert und irgendwann kommt man zu einer Einigung und dann muss es ja auch gut sein, weil wenn man die Einigung hat, ist es ja das Ende des Streites. Nee, die Einigung ist eigentlich die Fortsetzung des Streites und das geht jetzt seit 3 Jahren so. Herr Lewandowski, die Darf führenden. ich noch was sagen dazu, bevor Sie die nächste Frage stellen? Wir haben uns auch über Meseberg unterhalten, als die drei Herren nach den Verhandlungen, und wir haben jetzt einen Haushalt. Und ich habe damals zu Ihnen gesagt, Sie haben keinen Haushalt, sondern wir führen die Koalition fort. Und diese Koalition ist in einem Zustand, wie es die Merkel-Regierung in zig Jahren niemals war. Ja, da wurde mit, egal wie man es bewertet, aber es hat mehr Ruhe einfach geherrscht. Und wir merken immer wieder diese Geburtsfehler. Und eigentlich ist doch die Koalition, das ist doch eine junge Koalition, die ist doch 3 Jahre und gefühlt haben wir das, den Eindruck, die ist schon seit 15 Jahren an der Macht und es ist immer nur Streit und Verunsicherung und so weiter und so fort, weil in einen gescheiten Koalitionsvertrag gehört ein Rentenpaket und das wird auch durchgeführt. Da muss man sich halt dran halten. Und man kann jetzt nicht sagen, durch das Bundesverfassungsgericht ist alles irgendwie durcheinander gekommen. Durcheinander gekommen ist durch die falsche Haushaltsplanung, die da gemacht wurde. Und man hätte sich dann halt auch mal von seinem Konsens verabschieden können. Wir setzen alle, jeder für sich unsere Sachen durch. Das kostet Geld. Und wenn wir das nicht haben, dann versuchen wir tatsächlich Schlupfwinkel zu finden und so weiter und so fort. So. Und wenn es Krieg gibt und es gibt eine neue Situation, dann muss man halt Koalition neu verhandeln. Ist auch ein wichtiger Punkt für die Zukunftsgestaltung. Das wollte ich nur noch mal im Nachklapp sagen. Wir sind uns ja darüber einig, dass der Bundeskanzler jedenfalls nach außen hin führungsschwach ist. Im Gegensatz zu Ihnen halte ich ihn auch nicht für besonders intelligent. Auf jeden Fall ist er nicht die Führungsfigur, die so eine Regierung durch Krisenzeiten führen kann. Und einmal eine Zeitenwendenrede zu halten und mit Hilfe der Opposition sich 100 Milliarden Sondervermögen geben zu lassen, die dann noch zweckentfremdet werden, was ja auch nicht nur Betrug am Gesprächspartner CDU/CSU war, sondern Betrug am Volk ist, das reicht eben nicht aus. Das macht keine starke Politik aus. Abschließende Frage, Herr Lewandowski, die ich Ihnen jetzt jede Woche stellen werde. Ui. Bisher haben Sie immer gesagt, die Koalition hält bis zum 28. September 2025 dem jetzt geplanten regulären Wahlsystem. Wenn sich die Absatzbewegung der Grünen und der FDP anschauen, wenn sich die Diskussion innerhalb der SPD anschauen, wo die Migrationspolitik der Bundesregierung scharf kritisiert wird von einigen hundert Parteimitgliedern, glauben Sie immer noch, dass die Regierung noch 12 Monate durchhalten wird? Um ehrlich zu sein, ich weiß es nicht. Wir haben ja gestern auch schon mal gesprochen, wo ich zu Ihnen gesagt habe, oh, das ist der erste Schritt, dass die Koalition tatsächlich nicht den 28. September nächsten Jahres erreichen wird. Aber jetzt versuchen wir doch mal da nüchtern hinzuschauen. Ja? Was bedeutet denn Aufholjagd? Eine Aufholjagd kann man nicht machen, wenn jetzt alles auseinanderfliegt. Das müsste ja dieses Jahr passieren, dann werden im Frühjahr Neuwahlen. Die Aufholjagd könnte nur bedeuten, dass wir als Parteien, Grüne, klare Forderungen stellen, die viel mit Klimaschutz zu tun haben, Energiewende, was man schon mal alles hatte vor 4 Jahren. Da war es ja mal die stärkste Partei, das darf man ja nicht vergessen, ne? Da haben schon Leute, sie haben ja schon Angst gekriegt, dass Annalena Baerbock Bundeskanzlerin wird. So. Damit werden sie jetzt nicht mehr reüssieren, aber wie können sie die Mitte der Gesellschaft abholen, damit die nicht zur AfD aus Frustration in irgendeiner Form rüberwandert. So. Und da sitzen alle drei Parteien jetzt einfach in der Klemme.
Das ist ein großes Problem. Was ich jetzt erstmal glaube, ist, dass es so ein bisschen das Amerika-Modell ist, ja. Der Biden weg, Kamala Harris, neuer Schwung. Ja? Das ist aber eine Neuaufstellung. Die Programmatik tritt erstmal in den Hintergrund, kommt jetzt bei Frau Harris so langsam hoch. Ich glaube, dass auch Olaf Scholz wackelt und ich glaube auch, dass Herr Lindner sowieso wackelt, dass Herr Kubicki schon die ganze Zeit an Herrn Scholz sägt und dass nochmal eine andere Schleswig-Holstein-Connection da irgendwie zu tragen kommt, die auch erfolgreich war in der Koalition mit Grünen und mit der CDU. Mein ehemaliger Chefvorstandsvorsitzender von Gruner und Jahr war Wirtschaftsminister gewesen, Dr. Bernd Buchholz, sitzt jetzt dort im Landtag. Die haben schon noch ein paar Leute in der zweiten Reihe, die anders pragmatisch sind und von denen man sagen kann, die haben auch von Wirtschaft Ahnung. Und das wird spannend und deswegen traue ich mich in keinerlei Weise eine Prognose abzugeben. Und ich möchte noch ein Wort zu Frau Merkel und zu Herrn Merz sagen, weil sie sagten, die ist gestern so gefeiert worden. Das war natürlich ironisch gemeint, ist mir auch vollkommen klar, weil liebe Angela hin und liebe Angela her, mittlerweile ist die Frau ja so ein Feindbild geworden, was sie alles verschleppt hat und die Migration und so weiter und so fort. Dann soll man sie auch feiern. Es ist okay, den 70. Geburtstag, aber da muss man auch einen anderen Rahmen finden. So jetzt nach außen zu tun, wir sind uns alle einig wieder und wir haben uns alle lieb, das glaubt doch kein Mensch. Und das macht das Ganze noch unglaubwürdiger. Der Einzige, der ein bisschen gelangweilt war, ich habe es nicht gesehen, aber nur gehört, breitbeinig Kaugummi kauend, da in der ersten Reihe zu sitzen, mit dem Mann, obwohl die Kanzlerkandidatur vermeintlich entschieden ist, haben wir noch in den nächsten Monaten zu rechnen, Herr Müller? Sie meinten den Söder Markus, Kaugummi kauend, breitbeinig in der ersten Reihe sitzen, das typische bayerische Mannsbild. Genau, mir ist an mir. Lieber Lewandowski, vielen Dank für heute. Bis zum nächsten Mal. Ich danke Ihnen. Schönen Tag. Für Sie auch.